Guten Morgen, liebe Leute, und welcome. Ja, ein neues Video. Gerade wirklich reingekommen vor einer Viertelstunde. Nein, das ist nicht dieselbe, die ich gestern vorgestellt habe. Das ist eine andere Kabus. Sieht genauso aus, alles dasselbe. So wie ich das gestern gezeigt habe bei der weißen. Aber dies ist eine andere Version. Und das sieht, oha, das sieht auch ganz, das sieht auch wirklich heftig aus. Vorsichtig. Dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Also, ich setze mal ich setze immer da mein Vergrößerungsglas auf, weil meine Augen nicht mehr so berauschend sind. Weiter weg ist alles kein Thema, aber so, ich sag mal, einen halben Meter vor mir, dann bin ich blind wie ein Maulwurf. Oh. Das Grün. Nein. Ist auch so schwer. Harry Knitter, wenn man das grün sieht. Jetzt muss ich eben gucken, die steht genau verkehrt herum. Mich würde mal interessieren mit den Fenstern. Da könnt ihr wieder sehen, gegenüber der weißen, dass das alles hinhaut. So kleine Details noch wieder anders. Der hat, ja, aber dafür hat er. Oder fehlt da was? Das muss ich gleich recherchieren. Das kann ich euch so nicht sagen. Wenn man die weiße dagegen beguckt. Die hat diesen Kasten da drunter. Ich habe mich da noch nicht ganz drin vertieft, welche Details an welcher Kabus sitzen, weil die sind auch alle noch ein wenig unterschiedlich. Also das darf ich euch wohl sagen. Aber auch hier wieder die Details und das Grün. Harriasses. Ja, das ist wie ich. Heftigst, heftigst. Und die kleinen Markerlights, das sind diese Kollegen da, die leuchten. Das habe ich gestern, ich habe das ja gestern probiert bei der weißen. Das funktioniert. Das sieht man aber bei diesem Licht, was ich hier habe, sieht man das kaum. Ja, also da muss man schon wirklich ein wenig abdunkeln, damit man das sieht. Jetzt muss ich gerade eben gucken. Ich sehe so kleine, schon so kleine Unterschiede sehe ich schon. Zum Beispiel hat er das B&O jetzt über dem B. Ja, das sind so diese kleinen Details, ne? Das liegt immer daran, welcher Shop die lackiert hat. Das sieht man auch bei den Chassis Loks. Die sind auch oft unterschiedlich lackiert, dass man die Emblems und die Schriftzüge ein wenig anders gesetzt hat. Das ist, wenn man sich da richtig rein vertieft, es ist unglaublich. Das ist wirklich, dass jede Lok oder zum Beispiel jede Caboose eigentlich unterschiedlich ist, obwohl es vom Bautyp her gleich ist, aber alles doch wieder irgendwie unterschiedlich, weil der eine Workshop das ein bisschen wieder anders gemacht hat wie der andere und die Farbunterschiede und so kleine Geschichten. Ne? Aber das Grün, das ist richtig, das erinnert mich an das FRET von
von den Franzosen, die haben ja auch dieses geile Grün. Ich mag ja gerne Grün und solche Geschichten. Aber heftig wieder. Also ich bin immer noch geflasht von diesen Cabooses. Und glaubt mir, Leute, wer OMI kennt oder Overland Models, das sind ja diese handgemachten Messingmodelle, da habe ich zwei Stück von gehabt. Also da muss ich sagen, da ist, sind die Modelle hier von Tangent besser. Wirklich. Die sind schärfer und weiß ich nicht, die kommen viel besser von der, weiß ich, kommen viel besser rüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und kosten nur ein Drittel. Ne? Also wer sich damit auskennt, es werden zum Teil für Messing-Cabooses von Overland 400, $500 bezahlt. Okay, es, wie gesagt, die sind wirklich absolut handgemacht und haben da eine Auflage von 11 Stück oder 22 Stück, irgendwie sowas in der Richtung. Hier wird es natürlich mehr von geben, aber ist kein Vergleich. Das will ich damit sagen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber das ist schon wieder richtig heftig. Und das ist auch wieder dieses, wer sich da nicht mit auskennt, die Safety Shim oder dieses, ja, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich nicht, ich muss nachgucken, wie viel Cabooses die in diesem Safety Shim gehabt haben. Eine ganze Ecke von denen. Und die sind alle in anderen Farben, haben alle den anderen Schriftzug drauf. Könnt ihr sehen, hier ist zum Beispiel jetzt Be Alert, Don't Get Hurt. Das heißt so viel, seid achtsam und verletzt euch nicht. Long Chances, Short Lives, Shorten Lives. Oh, wie will man das ins Deutsche übersetzen? Wahrscheinlich so ungefähr hohes Risiko verkürzt das Leben, so in dem Motto. At work and play, ja, an der Arbeit und spielen und be safe every day. Sei sicher jeden Tag, sowas, so kann man das übersetzen. Das sind immer diese Sicherheits-Slogans, die die damals rausgebracht haben, um Unfälle zu vermeiden und den Leuten jeden Tag eben wieder auf dem Weg mitzugeben. Leute, es ist ein gefährlicher oder ist ein gefährlicher Job, den ihr ausübt. Seid vorsichtig, ja? Weil das ist, wer sich damit auskennt, das ist kein Kindergarten gewesen, ne? Also man muss wie ich, man darf keinen schlechten Tag haben, auch wenn man irgendwie Ärger habt oder irgendwie, ne? Ja, also wie ich, Wahnsinn, das Grün, heftigst. Wie gesagt, es kommt noch eine in der gelben Version dazu. Auch von Tangent, aber die steckt immer noch im Zoll. Die ist eigentlich müsste, hätte eigentlich erwartet, dass sie heute auch kommt, aber ist auch egal, ne? Die wird schon irgendwo eintrudeln, irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche. Und dann haben wir so ein bisschen. Ich habe noch eine. Wo haben wir sie jetzt? Kann ich auch noch mal zeigen hier. Die ist auch hyperselten. Die ist in so einem ganz dunkelgrün. Was steht da jetzt noch drauf? Jetzt muss ich eben selber hingucken. Safety's Dividends are priceless. Oh ja. Ja, und das ist auch eine Cupola Caboose. Das ist ein ganz dunkles Grün. Und das mit dem Gelb sieht dann richtig heftig aus. Ist ungefähr die gleiche Bauart wie diese. Diese ist auch hyperselten. Hyper selten. Also hier ranzukommen an dieses Teil, da muss man sich schon was einfallen lassen. Aber wer sich damit auskennt, der wird schon wissen, was ich meine. Ne? So. Ja, und wen das interessiert, dieses Thema, oder auch Chassis System interessiert, der kann mal gucken auf Facebook bei den Chassis System Modelers. Die posten auch immer wirklich geile Sachen und ich hatte das gestern Abend Fotos von der weißen gepostet und ein kleines Fahrvideo gepostet und da schrieb mir dann ein langjähriger Freund, von dem ich bestimmt schon, oh Gott, über anderthalb, 2 Jahre nichts mehr gehört habe,
von dem Jack aus Plano, Texas. Ne? Schöne Caboose, sagt er. Und so lernt man oder so findet man auch immer seine Freunde oder älteren Freunde wieder, die man, von denen man vielleicht wirklich ganze Zeit lang nichts gehört hat. Also von daher ist dieses Hobby eigentlich auch wirklich schön, weil es ist wirklich verbindend und es ist eigentlich scheißegal, wo man wegkommt. Das will ich damit sagen. So. Ich habe zum Beispiel einen guten Kollegen, der wohnt in Südafrika, der macht auch Chassis System. Also von daher, es ist wirklich weltweit. Ne? Das ist. Und das ist das Schöne an dem Hobby, was ich immer wieder sage. Das ist wirklich das Schöne an dem Hobby. Okay, das soll es erstmal wieder soweit gewesen sein. Aber da kommt noch irgendwann, wenn alles da ist, kommt nochmal ein Komplettvideo und dann stelle ich auch alles vor. Auch alle Logs. Und dann werde ich da vielleicht nochmal ein paar Wörtchen zu sagen, wie das alles so zusammenhängt. Weil diese Railroad doch ein bisschen speziell war. Da muss man doch schon ein bisschen Ahnung von haben, von der Materie. Ja. Die haben Sachen nämlich ein bisschen anders gemacht wie andere. Ja, aber egal, darum geht es hier nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.